Was geht, Leute? Mr. Real Mike hier mit einem neuen Video. Und heute nicht wie gewohnt, bisschen Fortnite, sondern wir reagieren heute auf Rubiks Controller versus Maus und Tastatur, weil ich habe mir überlegt, für No-Build auf Maus und Keyboard zu switchen. Und deswegen, bin mir aber nicht so sicher. Und deswegen gehen wir einfach mal rein und schauen, was Rubiks dazu sagt. Und ihr wisst ja, ich bin ja schon von Anfang an Controller-Spieler. Aber wahrscheinlich wisst ihr auch, dass ich mittlerweile gelernt habe, auf Maus und Tastatur zu spielen. Und deswegen vergleichen wir heute Controller mit Maus und Tastatur. Ich werde heute also sowohl auf Controller als auch auf Maus und Tastatur spielen. Und wir schauen Also einfach die mal, Tastatur sieht irgendwie nicht so krass aus. Oder Maus und Tastatur ist. Und ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall direkt reingehen. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos Oder auch mal bei mir abonnieren. Kostenlos zu supporten. Und tragen natürlich ich auch sehr, stream sehr jeden gerne, Tag. Falls ich es noch nicht gemacht habe, mein Creator Code Rubik's Nice im Itishop ein. Und habt ihr wieder die Namen von den Leuten eingeblendet, die mir auf Instagram ein Foto geschickt haben, wie sie mein Creator Code eingegeben haben. Dankeschön auf jeden Fall an euch und soll euer Name hier auch stehen, ganz einfach, schickt mir einfach ein Foto auf Instagram, wie ihr mein Creator Code eingegeben habt und dann wird euer Name hier im nächsten Video auf jeden Fall auch mit eingeblendet. Und damit würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall jetzt rein und vergleichen den Controller mit Maus. Ja, meine Freunde, ihr seht schon, Tastatur und Maus ist am Start, meine altbekannte Tastatur, die ich immer in meinen Maus und Keyboard Videos benutze und natürlich auch die Maus. Übrigens, ich habe noch keine neue geholt, das ist immer noch die alte. Und passend dazu habe ich hier auch den PC Controller am Start und auch den PS5 Controller. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen habt, PS5 Controller viel besser. Also ich bin einmal Maus und Keyboard in Fortnite und einmal Controller in Fortnite. Und wir gucken einfach mal, worauf ich besser klarkomme und worauf ich mehr rasiere. Denn wir werden auf jeden Fall Ranked spielen. Das heißt, wir werden nicht nur Creative spielen, sondern wir gehen auch in Ranked rein. Und wir gucken einfach mal, worauf ich mehr rasiere, also wo ich mehr Kills hole, wie ich generell... Also ich glaube Keyboard, weil Keyboard ist einfach besser. Mal erstmal die Vorteile an, die man auf Maus und Keyboard hat und auch die Aber Vorteile, Controller die man auf Controller ist irgendwie cooler hat. Zum Spielen. Dafür gehen wir jetzt erstmal rein in Fortnite mit Maus und Keyboard. So, und da sind wir auch schon in Fortnite drin. Ich habe mich gerade hier schon mal ein bisschen warm gespielt mit Maus und Keyboard. Hab schon hier so ein bisschen gefreebildet und einfach mal, ja, mich halt eingespielt. Und ihr wisst ja, ich habe mittlerweile auf jeden Fall Maus und Keyboard relativ gut drauf. Also ich glaube, ich bin nicht genauso gut wie auf Controller, werden wir aber natürlich gleich sehen. Aber ich bin auf jeden Fall schon, denke ich mal, auf einem Niveau, wo ich relativ gut Maus und Keyboard spielen kann. Und wo ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Fights oder die meisten Fights halt gewinnen kann. Und ja, was die Vorteile auf Maus und Keyboard sind, das will ich natürlich, bevor wir jetzt hier reingehen, einmal kurz erklären und euch zeigen. Was mir auf jeden Fall so aufgefallen ist, seitdem ich Maus und Keyboard lerne, was ein großer Unterschied zu Controller ist. Und zwar ist das zum einen natürlich die Beweglichkeit. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man auf Controller spielt, man hat nur zwei Sticks vor sich. Also wenn ich den Controller hier in der Hand habe, wenn ich mich bewege, das stimmt. Leiten mich so gesehen. Und wenn ich mich jetzt nach rechts drehe, der rechte Stick natürlich dann nach rechts. Und das dauert natürlich deutlich länger, als wenn ich jetzt hier die Maus nehme und einfach mal den hier mache. Ihr seht, ich habe mich direkt um 180 Grad gedreht. Und das ist auf Controller natürlich nicht so einfach möglich. Also man hat eine viel, viel größere Beweglichkeit am Maus und Keyboard, halt durch die Maus, die das Ganze ermöglicht. Was auf jeden Fall ein krasser Das kommt drauf an, was man für eine Sense spielt. Also man ist deutlich flinker, deutlich beweglicher und das sieht man auch generell am Movement. Also wenn ich hier freebuilde, das sieht ja nicht auf Controller 1 zu 1 so aus. Was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist. Ah, wenn man zu Letchi geht, dann schon. Ein großer Vorteil auf Maus und Keyboard ist, was mir mit der Zeit aufgefallen ist, ist natürlich der Scroll-Wheel Reset. Also solltet ihr auch alle kennen. Ist einfach, dass man hier, also ihr seht, das ist so OP und das... Das gibt's auch für Controller. Das gibt's für Controller. Machen können. Natürlich gibt's da die ein oder andere Möglichkeit, das auch auf Controller zu machen, aber auf Maus und Tastatur ist es wirklich Eben. Am einfachsten. Also es ihr gibt seht, genau das gleiche Scroll-Wheel für... Mein Maus war nach oben und zack, ist Ding für Controller. Und ja, ihr seht, wenn ich jetzt hier die ganzen Edits aufmache, zack, zack, zack. Und die ganzen Edits sind zurückgesetzt. Also das ist extrem overpowered, was nur Maus- und Keyboard-Spieler so gut können. Und ja, das wird auch gleich, wenn wir gleich zum Beispiel irgendwie gleich Ranked spielen, euch auch auffallen, was für ein großer Vorteil das eigentlich in manchen Situationen bringt. Und ja, einigermaßen gut bauen und editieren zu können, wird jeder von euch irgendwann erreichen. Aber wirklich krass gutes Aim zu bekommen, ist wirklich das Anspruchsvollste. Und das Aim kann wirklich nie gut genug sein auf Maus und Keyboard, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Aber ja, das ist auch so das Einzige, was mir negativ auffällt auf Maus und Keyboard. Ansonsten ist wirklich alles für den Vorteil. So, und jetzt sind wir mal hier auf Controller und ich habe mich hier für den PC-Controller entschieden, weil ich spiele ja normalerweise auch immer auf dem PC-Controller. Und deswegen habe ich mir gedacht, holen wir auf jeden Fall erstmal hier den PC-Controller ran, anstatt dem PS5-Controller. Und ihr seht schon, gut auf Controller. Weil ich schon seit Ewigkeiten auf Controller spiele. Nicht so habe gut. Ich hier auch sehr, sehr stabile Mechanics, wie ich finde. Also natürlich, wenn man eine lange Zeit, also seit Anfang von Fortnite, auf Controller spielt, dann wird man natürlich auch irgendwann ein gewisses Niveau erreichen. Aber es ist auf Controller natürlich deutlich anspruchsvoller als auf Maus und Tastatur. Also gute Mechanics zu bekommen, ist auf Maus und Keyboard deutlich leichter, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Der einzig richtige Vorteil, den man auf Controller hat, also man hat eigentlich Nachteile, muss man wirklich so sagen. Man 100% sagt jetzt Aim Assist. Nachteile. Der einzige Vorteil, den man hat, und ich glaube, viele von euch können sich es auch schon denken, ist natürlich Aim Assist. Also Aim Assist war eine Zeit lang extrem
so schlau. Stark. Also so Chapter 2 Zeilen, vielleicht erinnert ihr euch. Mittlerweile das Aim ist auf jeden Fall schlechter geworden, aber ist immer noch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also gutes Aim auf Controller ist eigentlich relativ einfach zu bekommen. Und ja, ihr seht auf jeden Fall, bei beiden gibt es so Schaut euch und mal seinen Controller an, der ist voll dreckig. Vorteile auf Maus und Tastatur auf jeden Fall besser sind, also dass man mehr Vorteile auf Maus und Tastatur hat. Aber ihr wisst, ich bin schlechter auf Maus und Tastatur als auf Controller, deswegen wird es auf jeden Fall jetzt gleich in Rank. So, ich... Das hat mir zwar nichts für meine Entscheidung gebracht, aber vielleicht hat es euch ja was gebracht. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Lasst ein Like da und ein Abo da und nochmal ein Like da und nochmal ein Abo da, weil dann schaffen wir vielleicht noch dieses Jahr 1000 Abonnenten. Glaube ich zwar nicht, aber ihr könnt mich gern vom Gegenteil beweisen. Also, man sieht sich. Kommt auch gerne in meinen Stream vorbei. Am Samstag um 19 Uhr werde ich 2 Skins so verlosen an alle, die da sind. Und ein kleines Creative-Turnier machen, um nochmal ein Skin. Hä? Kommt doch vorbei. Zwingt euch niemand? Doch, ich zwinge euch. Kommt vorbei.